Es ist die am besten dokumentierte UFO-Begegnung der Geschichte. Der Randlesham Forest Zwischenfall von 1980. Damals begegneten hochrangige Militärangehörige einem unerklärlichen Objekt im Wald und dokumentierten alles. Das ist ihre Geschichte. Was bisher geschah? Die seltsamen Ereignisse begannen, als der First Class Airman namens John Burroughs mysteriöse Lichter im Randlesham-Wald entdeckte. Burroughs war gerade durch die Woodbridge-Basis patrouilliert und obwohl Burroughs schon 17 Monate dort stationiert war und sich beide sehr gut in der Gegend auskannten, hatten beide so etwas noch nie zuvor gesehen. Auf der Lichtung war ein kleines metallisches Fluggerät. Es war ungefähr 3 Meter hoch und etwa 3 Meter breit. Das Fluggerät hatte eine dreieckige Form und schien entweder knapp über dem Boden zu schweben oder möglicherweise auf Beinen an jeder Ecke des Objekts zu ruhen. Es gab überhaupt keinen Ton von sich. Als Penniston sich dem Objekt näherte, sah er seltsame Symbole seitlich auf dessen Oberfläche. Sie waren anders als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Am ehesten haben sie ihn an so etwas wie altägyptische Hieroglyphen erinnert. Doch Penniston war vollkommen verblüfft, als das Fluggerät einige Zeit später langsam vom Boden abhob. Wieder schien sich alles in Zeitlupe zu bewegen. Aber falls sie dachten, dass ihre Tortur damit vorbei sein würde, dann irrten sie sich leider gewaltig. Es hatte gerade erst begonnen. Hey meine neugierigen Freunde, am Tag nach dem Vorfall verbreitete sich die Geschichte in den Zwillingsbasen natürlich wie ein Lauffeuer. Und durch den Aufruhr und die vielen Erzählungen untereinander gab es natürlich auch viele Gerüchte. Aufgrund dessen war es vor allem dem anerkannten und respektierten Colonel Charles Holt, dem stellvertretenden Kommandant der Woodbridge-Basis, sehr, sehr wichtig, dass alles sauber aufgezeichnet wurde und die Berichte anständig verfasst und abgegeben wurden. Das taten letztendlich auch alle Beteiligten, doch seltsamerweise gingen viele der Berichte im Laufe des Tages verloren, was zu den ersten Verschwörungstheorien über eine mögliche Vertuschung führte. Und auch mit den Fotos geschah etwas sehr, sehr Seltsames. Mehrere Personen machten am Morgen nach der Begegnung Fotos vom Landeplatz. Und als ein Militärangehöriger namens Julius zum Ort des Geschehens zurückkehrte, um noch weitere Fotos zu machen, da er bereits schon den Verdacht hatte, dass die ersten Fotos nichts geworden sind, da goss er, genauso wie auch Penniston, Gips in die drei Vertiefungen im Boden, die das UFO hinterlassen hatte, um eine Form zu nehmen. Was die Fotos betrifft, so wurde jedem Einzelnen, der seinen Film an das Fotolabor der Basis schickte, ausnahmslos gesagt, dass sein Film beschlagen bzw. verschwommen war und keine anständigen Bilder dabei herausgekommen sind. Es gibt Kontroversen darüber, ob das vielleicht schon Teil einer Vertuschung war oder ob die Aussagen tatsächlich wahr waren. Denn nachdem in der Umgebung des Landeplatzes eine hohe Radioaktivität festgestellt wurde, könnte dies dazu geführt haben, dass die Fotos eben beschlagen bzw. verschwommen waren. Doch gerade als es so aussah, als würde diese ganze Dramatik um den Vorfall wenigstens etwas abebben, geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Denn das UFO kehrte tatsächlich zurück. Und diesmal sollte es vom eben erwähnten stellvertretenden Kommandant der Woodbridge-Basis, Colonel Charles Holt, untersucht werden, der den ganzen Vorfall auf einem Tonband mitgeschnitten hatte. Und diese Audioaufnahme ist ein wichtiges Stück Geschichte und daher sehr, sehr wertvoll. Am Abend des 27. Dezember 1980 fand diese unglaubliche Begegnung statt. Das ist Colonel Holts Geschichte. Charles Holt war gerade beim Preisverleihungsdinner der Combat Support Group in Woody's Bar in Woodbridge, als irgendwann im Verlauf des Abends der diensthabende Schichtkommandant Lieutenant Bruce England das Gebäude betrat und mit schockiertem Gesichtsausdruck Colonel Holt beiseite nahm. Er sagte zu ihm, es ist zurück. Holt sah ihn verwirrt an und fragte, was ist zurück? England antwortete mit klarer und eindeutiger Stimme, das UFO ist zurückgekehrt, Sir. Holt besprach sich sofort mit dem Kommandant der Woodbridge-Basis, Colonel Ted Conrad, darüber, was sie nun tun sollten. Es war klar, dass einer von ihnen die Situation in den Griff bekommen und in den Wald gehen musste. Das musste Conrad entscheiden als Senior Officer. Vielleicht entschied er folgendermaßen, weil er es für wichtig hielt, anschließend die Auszeichnungen zu überreichen, vielleicht, weil er skeptisch war, dass die UFO-Sichtungen irgendeine Form von Relevanz hatten,
Oder vielleicht auch, weil es das alte militärische Sprichwort »Der Rang hat seine Privilegien« aussagte, aber auf jeden Fall traf Conrad folgende Entscheidung. Er blieb bei der gesellschaftlichen Funktion, während Halt hinaus in die eiskalte Dezembernacht gehen sollte, tief in den Wald, um die neueste UFO-Sichtung zu untersuchen. Halt stimmte dem Ganzen zu und als er schließlich das Gebäude verließ und hinaus in die Dunkelheit trat, während die eiskalte Luft sein Gesicht umwehte, da hatte er noch keine Ahnung, dass er in die Geschichte eingehen würde. Als Holt auf dem Weg in den Wald war, waren seine Gedanken eine Mischung aus Frustration, Entschlossenheit und auch Neugier. Es war eine bitterkalte Nacht und als er zurück zu den Lichtern in Woody's Bar blickte, hatte er keinen Zweifel daran, dass er den Kürzeren gezogen hatte. Oder vielmehr von seinem Chef gereicht bekommen hatte. Holt wäre viel lieber drinnen in der Wärme und in der angenehmen Gesellschaft geblieben, um einen geselligen Abend mit seinen Kollegen und Freunden zu verbringen. Doch er hatte schließlich eine Aufgabe zu erledigen. Er war irgendwo auch genervt von den UFO-Gerüchten, die alle Männer und Frauen auf den Zwillingsbasen irgendwie ablenken. Und er hatte jetzt zumindest die perfekte Gelegenheit, die Angelegenheit vielleicht ein wenig zu beruhigen oder sogar komplett endgültig zu beenden. Aber er war auch neugierig. Wer wäre das nicht? Schließlich ist es eine Sache, Zeitungsartikel über irgendwelche Leute zu lesen, die mitten im Nirgendwo UFOs gesehen haben wollen. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn das Personal zweier wichtiger Militärbasen anfängt, UFOs zu sehen. Und eben nicht nur Lichter am Himmel, sondern etwas wesentlich Greifbareres aus nächster Nähe. Trotz seiner angeborenen Skepsis und dem Wunsch, diese Sache endgültig zu Ende zu bringen, spürte Holt trotzdem auch ein gewisses Interesse und eine gewisse Neugier an dieser Sache. Vielleicht, nur vielleicht, gab es da draußen irgendetwas unglaublich Interessantes zu entdecken. Das waren seine Gedanken. Holts erste Aufgabe war es, ein Team zusammenzustellen. Lieutenant Bruce England, der in Woody's Bar gekommen war, um die Rückkehr des UFOs zu melden, der gehörte automatisch zum Team, da er der diensthabende Schichtkommandant war. Holt rief außerdem das Katastrophenvorsorgebüro an und sprach mit dem Chef, um zu erfahren, wer denn in Bereitschaft war. Und die betroffene Person war Sergeant Monroe Nevis. Nevis war ein erfahrener Fotograf und brachte seine Kamera mit sowie einen Geigerzähler, mit dem die Strahlung gemessen werden konnte. Das andere Mitglied des Teams war letztendlich Master Sergeant Bobby Ball, der diensthabende Flugchef. Während Nevis seinen Geigerzähler und seine Kamera mitgebracht hatte, brachte Holt einen tragbaren Kassettenrekorder mit, den er für gewöhnlich bei sich trug, um seine Beobachtungen und Gedanken zu dokumentieren. Er nahm auch Ersatzbatterien und mehrere Mikrokassetten mit. Andere Gegenstände waren zum Beispiel Taschenlampen, Funkgeräte, ein Nachtsichtgerät und einige dicke Jacken angesichts der extremen Kälte in dieser Nacht. Parallel dazu ordnete Holt an, dass der Bereich des Waldes, in dem das UFO gesehen worden war, mit sogenannten Light-Alls beleuchtet werden sollte. Ein Light-All ist im Wesentlichen eine Reihe von Scheinwerfern und Flutlichtern, die auf einer Plattform mit Rädern montiert sind. Ein Benzinmotor treibt einen Generator an, der dann wiederum die Lichter antreibt. Light-Alls werden verwendet, um Notbeleuchtung oder Beleuchtung in abgelegenen Gebieten oder zusätzliche Beleuchtung für Aufgaben wie zum Beispiel das Laden von Munition oder die Wartung von Flugzeugen bereitzustellen. Aber aus irgendeinem Grund funktionierten die Light-Alls in dieser Nacht nicht richtig. Warum das so war, darüber herrscht bis heute einige Verwirrung. Einige Zeugen sagen, dass die Light-Alls einfach nur noch zu wenig Benzin hatten. Und das glaubte auch Colonel Holt, der scharf befahl, sie wieder aufzufüllen. Aber andere Beteiligte sagten, dass etwas an den schlecht funktionierenden Light-Alls seltsam war, als ob sie auf irgendeine Weise gestört wurden. Ähnlich wie sich auch die Funkgeräte während der ersten Begegnung in der vorangegangenen Nacht verhalten hatten. Eine Folge der schlecht funktionierenden Light-Alls war die Tatsache, dass sich mehr Menschen in diese Situation einmischten und noch mehr davon erfuhren. Die Situation war bereits verworren und die Beteiligten waren sich nicht sicher, ob sie die Light-Alls mit Benzin auffüllen oder gleich neue aus dem Bestand holen sollten. Gleichzeitig verbreitete sich durch die Leute, die den Funkverkehr überwachten und miteinander sprachen, schnell die Nachricht auf den Zwillingsbasen, dass sich ein weiteres UFO-Ereignis hier abspielte und dass der stellvertretende Basiskommandant Charles Holt persönlich Nachforschungen anstellte. Einige dieser Mitarbeiter waren im Dienst,
einige andere Außerdienst. Auf jeden Fall machten sich eine Reihe von Mitarbeitern auf den Weg in den Wald, ohne Befehle oder Befugnisse, einfach aus reiner, purer Neugier, wodurch sie sehr wahrscheinlich die Regeln gebrochen hatten. Holt war sich manchmal nicht sicher, wer jetzt hier aufgrund seines Befehls, funktionierende Lightalls bereitzustellen, dort draußen war und wer einfach nur aus Neugier hergekommen war. Airman Tony Bresciano, der diensthabend in der Fuels Management Branch war und der für das Besorgen der Lightalls und des Benzines zuständig war, erinnert sich, dass die Szenerie ziemlich chaotisch war, als er an den Militärzapfsäulen in Woodbridge ankam. Auf den Ladeflächen von Pickups waren zahlreiche Lightalls in verschiedenen Stadien der Betankung montiert. Außerdem waren dort einige Polizeiautos vor Ort. Bresciano sagte, dass er noch nie so viele Fahrzeuge gleichzeitig beim Tanken gesehen hatte und sagte, dass dies besonders auffällig war, da dies in den frühen Morgenstunden sonst nie der Fall war. Angesichts der geschäftigen operativen Rolle der Zwillingsbasen und des umfangreichen Übungsprogramms war dies ein Hinweis darauf, dass hier eine ziemlich große Operation im Gange war. Trotzdem betont Holt immer wieder, dass das Team, mit dem er in den Wald gegangen war, relativ klein war. Es gibt keine endgültige Liste darüber, wer neben dem ursprünglichen Team von Holt, England, Nevis und Ball noch da draußen war, aber drei Personen, die unbestritten da draußen waren, waren Sergeant Adrian Bastinza, Sergeant Frail und, am faszinierendsten von allen, einer der beiden wichtigsten Zeugen der Begegnung in der ersten Nacht, John Burroughs, der aber erst verzögert dazu kam. Dazu später mehr. Während Holt darauf wartete, dass endlich funktionierende Lightalls eintrafen, beschloss er, zum Landeplatz der ersten Nacht zu fahren, um dort seine eigene rückblickende Untersuchung durchzuführen. Ab diesem Zeitpunkt beschloss Holt, seinen Mini-Kassettenrekorder zu verwenden, von dem ich euch erzählt habe. Holt zeichnete seine Gedanken und Beobachtungen in den nächsten Stunden auf und drückte den Stopp-Knopf, wenn nichts Wichtiges passierte. Dementsprechend haben wir heute etwa 18 Minuten Dialog, aufgeteilt in etwas, das man am besten als separate Handlungsblöcke beschreiben könnte, nur unterbrochen von den Stopps im Band. Die Aufnahme ist aus mehreren Gründen ein außergewöhnliches Beweisstück. Es ist unbestreitbar echt, wie Holt und einige der anderen Personen bestätigt haben, deren Stimmen auf dem Band deutlich zu hören und auch zu identifizieren sind. Auch über 40 Jahre später, wenn Erinnerungen unweigerlich verblasst sind und auch Meinungsverschiedenheiten zwischen einigen der Beteiligten entstanden sein könnten, ist diese Tonaufnahme unverändert und gibt die realen Ereignisse unverändert wieder. Die Worte erreichen uns weiterhin und obwohl man ihr Urteil und ihre Wahrnehmung in Frage stellen kann, gibt die Tonaufnahme das wieder, was damals wirklich vor Ort gesagt wurde. Trotzdem gibt es auch hier, wie bei fast jedem Aspekt dieser außergewöhnlichen Geschichte, Kontroversen. Ende 1999 teilte Charles Holt der Autorin und investigativen Journalistin Georgina Bruni mit, dass er 4 oder 5 Stunden Band habe, die im Gegensatz zu den 18 Minuten, die es in der Öffentlichkeit gibt, niemand hören durfte. Als sie ihn nach Einzelheiten dazu befragte und ihn drängte, zu erzählen, was sich auf diesen Bändern befand und warum das Material nicht zur Verfügung gestellt werden konnte, da weigerte sich Holt, näher darauf einzugehen. Am Anfang der Tonaufnahme gibt Holt einen ungefähren Hinweis auf den Standort seines Teams und fasst die Situation mit den Lightalls folgendermaßen zusammen. Der nächste Teil des Bundles handelt davon, wie Holt Monroe Nevis befiehlt, seinen Geigerzähler auf der Lichtung zu verwenden, auf der John Burroughs und Jim Penniston in der ersten Nacht dem UFO begegneten. Zunächst findet Neville nichts Bedeutendes. Überall gibt es natürliche Hintergrundstrahlung und seine erste Einschätzung lautet, Zitat, nur geringfügige Ausschläge. Daraufhin fragt ihn Holt, okay, wir sind hier also immer noch sicher? Es gibt keine Antwort auf dem Band. Also wurde die Antwort entweder gegeben, während Holt das Band angehalten hatte, oder die Antwort war unhörbar oder wurde durch ein Nicken oder einen Daumen nach oben gegeben. Auf jeden Fall kann man annehmen,
dass die Männer das Gebiet sofort verlassen hätten, wenn die Antwort Nein gewesen wäre. Anschließend sahen Holt und seine Männer die drei Vertiefungen im Boden, die Burroughs und Penniston in der letzten Nacht entdeckt hatten und in denen das UFO offenbar zur Ruhe gekommen war. In diese Löcher hatte sowohl Jim Penniston als auch Ray Gulias Gips gegossen, um einen Abguss von dem etwas zu erhalten, das dort in den Boden eingedrungen war. Was auch immer es war. Nachdem der Gips ausgehärtet war, konnte man sehen, dass die ausgebildete Form ein nahezu perfektes, gleichseitiges Dreieck war. Die Vermutung war, dass das dreieckige UFO bei der Landung auf Beinen ähnlich denen der Apollo-Mondlandefähre getragen worden war. Der Boden war aufgrund der eiskalten Temperaturen im Dezember steinhart. Und Holt schätzte, dass das Objekt mehrere Tonnen gewogen haben muss, um solch tiefe Einkerbungen im Boden zu verursachen. Holt wies Nevis an, seine Geigerzählermessungen auf diese Vertiefungen zu konzentrieren. Nevis scannte sorgfältig den gesamten Landeplatz und tatsächlich schienen die Strahlungspegel in den drei Vertiefungen und vor allem im Mittelpunkt des gleichseitigen Dreiecks ihren Höhepunkt zu erreichen. Der ganze Bereich innerhalb des gleichseitigen Dreiecks schien auch irgendwie verfärbt zu sein, weshalb Holt und seine Männer darüber diskutierten. Holt sagte: "We found a small blast, what looks like a blasted or scrubbed up area here. Very positive readings. See, is that near the center? Yes, it is. This is what we're assuming would be the dead center." Kurz darauf gibt es einen Stopp im Band. Als es wieder losgeht, ordnet Holt eine gründlichere Bewertung an und sagte: "Okay, why don't we do this? Why don't we make a sweep? I've got the gloves on now. Let's make a sweep out around the whole area, about 10 foot out, make a perimeter run around it. Starting right back here at the corner, back at the same first corner where we came in. Let's go right back here. Don't let the pendulum on you count the clicks." Irgendwann während einer Bandunterbrechung ist dann mindestens ein funktionierendes Light All angekommen. Denn Holt sagte: "Dann kann ich das Licht anmachen." Diese ganzen Untersuchungen an diesem Landeplatz der ersten Begegnung war aber ja gar nicht der Grund, warum Holt und sein Team in den Wald gegangen waren. Es diente eigentlich nur zur Überbrückung, bis die Light Alls ankommen sollten. Denn Holt und die anderen waren ja nur deswegen im Wald, weil er von Colonel Conrad darüber informiert wurde, dass das UFO zurückgekehrt war. Aber im ersten Teil des Bandes gibt es keine Hinweise darauf, dass das UFO irgendwo in Sicht war und auch keine Hinweise darauf, dass Holt danach suchte. Angesichts der Tatsache, dass England derjenige war, der mit der Nachricht, dass das UFO zurückgekehrt war, in Woody's Bar ankam, ist es schon faszinierend, dass es auf dem Band keinen Dialog zwischen den beiden über dieses Thema gibt. Offensichtlich wurde diese Diskussion aus irgendeinem Grund nicht aufgezeichnet. Manchmal nahm Holts Tonbandgerät eingehende Funkübertragungen von Militärpersonal auf der Basis oder anderswo im Wald auf, zum Beispiel die, die mit den Light Alls ankamen. Nachdem er am Landeplatz, insbesondere an den drei Vertiefungen und dem Mittelpunkt des gleichseitigen Dreiecks, umfangreiche Geigerzählermessungen vorgenommen hatte, richtete Holt seine Aufmerksamkeit nun auf die Bäume, die die Lichtung umgaben. England stellte dazu etwas fest und sagte: "Das sieht aus wie ein Abrieb am Baum." Daraufhin sagte Holt: "Das Harz könnte Flecken und Spuren zurückgelassen haben." England fasste die Situation folgendermaßen zusammen: "Jeder dieser Bäume, die der Explosion zugewandt sind, also dem, was wir für den Landeplatz halten, alle haben einen Abrieb, der in die gleiche Richtung zeigt, zur Mitte hin." Anschließend fiel Holt ein ganz bestimmter Baum auf. Er sagte dazu: "Ich habe noch nie eine beschädigte Kiefer gesehen, die so schnell reagiert." Das Band belegt eindeutig, dass das Team anschließend Proben nahm. Denn Nevis fragte: "Hast du eine Flasche, um das hineinzutun?" Und Holt sagte: "Hast du eine Flasche für Proben?" Bevor England sagte: "Ich habe sie mit Erde gefüllt." Anscheinend wurden nicht nur Proben der Erde, sondern auch vom Harz und von anderen Materialien der beschädigten Seiten der Bäume genommen, die der Lichtung zugewandt waren. Etwas später sagte Holt bezogen auf die Proben: "Ich habe das Team sie abschneiden und etwas von dem Harz hinzufügen lassen. Der Schaden an den Bäumen scheint tatsächlich mit dem übereinzustimmen, was John Burroughs und Jim Penniston in der vorangegangenen Nacht gesehen haben. Man muss jedoch berücksichtigen, inwieweit die Schlussfolgerungen, die Holt und die anderen zu all dem machten,
möglicherweise von dem beeinflusst wurden, was Burroughs und Penniston berichtet hatten. Der Härtetest wäre folgender. Wenn Holt und seine Männer die Lichtung aus irgendeinem Grund zufällig untersucht hätten, ohne sich bewusst zu sein, dass in der Nacht zuvor dort ein UFO gelandet sein soll, hätten sie dann die Vertiefungen und die Schäden an den Bäumen überhaupt bemerkt? Und wenn ja, hätten sie es für so bemerkenswert gehalten, wie es das Tonband belegt? Zur gleichen Zeit, als Holt den Landeplatz untersuchte, kam, wie vorhin erwähnt, John Burroughs, einer der Hauptakteure der ersten Nacht, der sich eigentlich erholen wollte, zurück zur Basis. Nachdem John Burroughs am Ende der Schicht, in der er und Jim Penniston ihre unglaubliche Begegnung hatten, nach Hause gegangen war, wollte er eigentlich eine dreitägige Pause machen und war zu Hause in Ipswich. Ähnlich wie Penniston hatte aber auch er Schlafstörungen und fühlte sich irgendwie gezwungen, zur Basis zurückzukehren. Als er dort ankam, traf er auf einen Sergeant namens O'Brien, der ihn mit den Worten »Hey, hier ist der UFO-Typ« begrüßte. O'Brien erzählte Burroughs dann etwas, das ihn bis ins Mark schockierte. Er erklärte, dass es in der Nacht des 26. Dezember eine weitere UFO-Sichtung gegeben habe, an der Mitarbeiter von D-Flight beteiligt waren. Laurie Bowen und der Desk Sergeant John Tremantozzi. Bowen hatte gesehen, wie ein feuerrot-orangefarbenes Objekt langsam in den Wald hinabstieg. Sie berichtete, dass es von einer unheimlichen blau-weißen Korona umgeben war. Als Tremantozzi und andere Mitarbeiter von D-Flight ankamen, sahen sie rote, grüne und weiße Lichter im Wald. Die Lichter tauchten an einer Stelle auf, verschwanden und tauchten dann an einer anderen Stelle wieder auf. Die Schichtkommandantin, Lieutenant Bonnie Templin, machte sich zusammen mit Master Sergeant Bobby Ball auf den Weg, um Nachforschungen anzustellen. In einem Moment war der Jeep, den Templin fuhr, von Lichtstrahlen getroffen worden und ein blaues Licht raste durch das Fahrzeug. Der gesamte Strom fiel aus und das Fahrzeug blieb stehen, da der Motor ausging. Bowen und Tremantozzi hatten das Ganze in ihrem Funkgerät mitverfolgt und Templin rufen gehört. »Bob, wo bist du? Ich kann nichts sehen!« Bowen erinnerte sich an die Angst, die Templin hatte. Sie hatte solche Angst und sie war unser Lieutenant. O'Brien wandte sich Burroughs zu und fragte ihn schließlich, »Was zum Teufel, glauben Sie, ist hier wirklich los?« Burroughs hatte keine Erklärung anzubieten. Aber es war klar, dass es zwei getrennte Vorfälle gegeben hatte, bei denen C-Flight und D-Flight scheinbar nichts von den Begegnungen des jeweils anderen wussten. Als Burroughs und O'Brien dieses Gespräch führten, waren sich zahlreiche Mitarbeiter der Zwillingsbasen, der verschiedenen Sichtungen und der anderen seltsamen Ereignisse bereits bewusst. Als Holt und sein Team in den Wald hinausgingen, überwachten vielleicht 50 oder 60 Personen die Situation inoffiziell. Entweder durch Abhören von Funkverbindungen oder durch Erklimmen von Aussichtspunkten, wie zum Beispiel dem Kontrollturm in Bentwaters. Dies geschah zusätzlich zu dem diensthabenden Militärpersonal, das in irgendeiner Funktion direkt involviert war. Entweder außerhalb von Halls Team oder innerhalb, wie zum Beispiel die Leute, die die Light-Oils betankten und somit Halls Ermittlungen unterstützten. Während die meisten dienstfreien, in Anführungszeichen Zuschauer, damit zufrieden waren, eine passive Rolle zu übernehmen, war Burroughs damit nicht zufrieden. Nachdem er am ersten Abend so sehr involviert gewesen war, wollte er natürlich auch dieses Mal hinausgehen, um zu sehen, was los war. Zum einen war dies der Wunsch nach Bestätigung, dass er nicht irgendwie verrückt war und dass er und Penniston sich das Ganze nicht eingebildet haben. Und zum anderen wollte er vielleicht auch eine Art Abschluss erreichen. Aber zum größten Teil war es ein Zwang. Burroughs spürte, dass ihn etwas aktiv zurück in den Wald zog. Er fuhr mit zwei Freunden per Anhalter mit, die zum Osttor unterwegs waren. An diesem Punkt stieg er schließlich in einen Militärjeep um und fuhr zum Bereitstellungsbereich, wo sich die Light-Oils befanden. Die Tonbandaufzeichnung von Holt hat das Ganze wie folgt festgehalten. Sicherheitskontrolle zu Ball. Sie bekommen Airman Burroughs und zwei weitere Mitarbeiter als Unterstützung, die darum baten, dass man sie in einem Jeep zu ihrem Standort fährt. Daraufhin antwortete Ball, sagen Sie ihnen jetzt negativ. Wir werden ihnen sagen, wann sie hierher kommen können. Wir wollen sie jetzt nicht hier draußen haben. Die Irritation in Balls Stimme ist deutlich zu hören. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass er wusste, dass Burroughs nicht einmal im Dienst war.
Eine Tatsache, die Ball zweifellos noch weitaus irritierter gemacht hätte. Auch Holt war irritiert, aber es ist unklar, ob seine Verärgerung durch ein wachsendes Gefühl verursacht wurde, dass die Dinge irgendwie aus dem Ruder laufen, weil eben zu viele Menschen mittlerweile im Wald herumirrten, ob er besorgt war über die mögliche Verunreinigung von Beweismitteln am Landeplatz oder ob die hohen Strahlungswerte ihn glauben ließen, es sei eher ratsam, die Leute zurückzuhalten, es sei denn, sie mussten unbedingt dort sein. Obwohl Nevis nie angedeutet hat, dass die von ihm gemessenen Strahlungswerte gefährlich hoch und damit schädlich waren, hat das Wort Strahlung etwas Bedrohliches und etwas Schlimmes an sich. Vor allem ein Laie, dem vielleicht nicht bewusst ist, dass natürliche Hintergrundstrahlung überall vorhanden ist, könnte bei dem Wort Strahlung direkt an Bilder von Opfern der Strahlenkrankheit oder was anderes Schlimmes denken. Vielleicht war es also ein grundlegender Instinkt von Holt und England, als die anwesenden älteren Männer, andere Mitarbeiter unter ihrem Kommando, keiner potenziellen Bedrohung aussetzen zu wollen. Und auch an die Rechtslage war in diesem Fall zu denken. Es gab zwar verschiedene Umstände, zum Beispiel ein Problem der Sicherheit, unter denen es für US-Militärpersonal durchaus erlaubt war, sich mit einer Situation außerhalb der Basis zu befassen, doch im Allgemeinen hätte eigentlich die britische Polizei in solch einem Fall Vorrang. Und es gab noch ein Problem zu bedenken. Wie würde die Geschichte in der Presse ablaufen, wenn die Medien davon erfahren würden? Das waren die Art von Themen, die Holt wahrscheinlich eher in den Sinn kamen als den jungen Mitarbeitern. Ein letzter erschwerender Faktor wäre gewesen, wenn Holt gewusst oder vermutet hätte, dass ein Teil des Militärpersonals draußen im Wald bewaffnet gewesen wäre. Auch hier gab es zwar kein absolutes Verbot, aber die Umstände, unter denen dies zulässig gewesen wäre, waren äußerst begrenzt. Ob jemand in dieser Nacht im Wald tatsächlich bewaffnet war, ist nicht eindeutig bekannt. Die offizielle Version besagt natürlich, dass sie nicht bewaffnet waren. Viele der Beteiligten betonten ausdrücklich, dass sie ihre Waffen ablegten, als sie die Basis verließen. Aber einige Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass zumindest ein Teil des Militärpersonals im Wald bewaffnet war. In den nächsten Minuten untersuchten Holt und die drei Männer weiterhin die Lichtung. Nevis führte weitere Messungen mit dem Geigerzähler durch und er achtete besonders auf die Bäume am Rand der Lichtung, wobei er sich auf die der Lichtung zugewandten Seiten konzentrierte, an denen die höheren Strahlungswerte gemessen wurden. Holt wies auch an, dass die Nachtsichtgeräte eingesetzt werden sollen. Er betrachtete damit die Bäume und war von dem, was er sah, sichtlich beeindruckt, denn in der Tonaufnahme ist zu hören, dass er Folgendes sagte: Da ist eine deutliche Wärmereflexion von den Bäumen. Drei Bäume in der Umgebung, unmittelbar neben dem Ort, innerhalb von 10 Fuß von der vermuteten Landestelle. Wir nehmen die Wärmereflexion der Bäume auf. Plötzlich bemerkte Holt auch warme Flecken am Boden. Er sagte, hier will sich jemand die Flecken auf dem Boden ansehen? Hoppla, pass auf, dass du nicht gehst. Du gehst über sie drüber. Okay, lass uns einen Schritt zurücktreten und nicht über sie drüber gehen. Auch hier ist nicht klar, ob Holt sich Sorgen machte, dass Beweise verloren gehen oder kontaminiert werden könnten, oder ob er besorgt über die gesundheitlichen Folgen war, wenn seine Männer auf einen potenziellen Strahlungshotspot treten würden. Wie auch immer, Holt ist davon eindeutig erschrocken, denn die Tonbandaufzeichnung enthielt Sätze wie »Hey, das ist unheimlich« und »Das ist seltsam«. Holt versuchte dann herauszufinden, wie die warmen Stellen mit den drei Vertiefungen und insbesondere dem Mittelpunkt des gleichseitigen Dreiecks zusammenhängen könnten. Der folgende Austausch zwischen Holt und Nevis dokumentiert das Ganze und gibt einen Eindruck in die mögliche Bedeutung von all dem. Holt sagte, Sie sagen, es gibt eine positive Strahlungsnachwirkung? Daraufhin sagte Nevis, Ja, das gibt es definitiv. Sie ist im Mittelpunkt. Es gibt eine Nachwirkung. Was bedeutet das? Daraufhin antwortete England, es bedeutet, wenn es dunkel ist und wir unseren Augen Zeit geben, sich anzupassen, dann erhalten wir einen Hinweis auf eine Wärmequelle, die aus diesem zentralen Punkt kommt, welche sich zeigen wird auf... In diesem Moment wird England von Holt unterbrochen, der Folgendes sagte, Hitze oder irgendeine Form von Energie. In diesem Stadium ist es kaum noch heiß, das heißt fast 2 Tage, nachdem das, was auf der Lichtung gelandet ist, abgereist ist. England erwiderte,
und es ist immer noch da. Dann gab es eine weitere Unterbrechung in der Tonbandaufzeichnung. Die nächste Aufnahme ist ein Monolog, in dem Holt weitere Schäden an Bäumen beschreibt. Er sagte, wenn man direkt nach oben schaut, kann man eine Öffnung in den Bäumen sehen und einige frisch abgebrochene Kiefernzweige auf dem Boden darunter. Sieht so aus, als wären einige von ihnen etwa 15 bis 20 Fuß weit oben abgebrochen. Einige der Äste haben einen Durchmesser von etwa einem Zoll oder weniger. Auch dies scheint mit dem übereinzustimmen, was John Burroughs und Jim Penniston zuvor berichtet hatten. Es war eine ziemlich kleine Lichtung und die Vermutung ist, dass das UFO direkt von oben hineinmanövrieren musste, was fast unweigerlich dazu geführt haben muss, dass das Blätterdach und andere Zweige weiter unten beschädigt worden waren. Das ist natürlich nur eine Vermutung, da Burroughs und Penniston die Ankunft des Flugobjekts nicht direkt gesehen hatten. Aber sie sahen, wie es wegflog. Und der langsame Aufstieg zeigte, dass auch ein vorsichtiges Manöver nötig gewesen sein muss, um in die kleine Lichtung von oben einzudringen. Dann gab es eine weitere Unterbrechung in der Tonbandaufzeichnung. Und was danach kommen sollte, ist noch weitaus unheimlicher als alles, was sie bisher gesehen und untersucht hatten. Die ganze Situation wird noch erheblich seltsamer. Denn wie England am Anfang sagte, das UFO ist zurückgekehrt. Und das ist es wirklich. Wie das Ganze weitergeht, das erfahrt ihr in Folge 3 der Randall-Sam-Serie. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gern den Kanal. Es lohnt sich und ich würde mich freuen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich mache mich schon mal auf die Socken nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao.